Und es geht jetzt weiter mit einem Redebeitrag von Siebot Tamino Böhm. Ja, moin moin. Schön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Wir sind hier aus dem speziellen Anlass, dass der Aquarius nun schon zum zweiten Mal wiederholt ohne rechtliche Grundlage die Registrierung entzogen worden ist und die Aquarius gerade wieder ohne Flagge dasteht. Und es scheint ganz so, als müsste man zurzeit nur ein paar Menschen aus Seenot retten, damit unsere Flaggenstaaten dann uns direkt die Flagge entziehen, damit wir keine Menschen mehr aus Seenot retten können. Und das scheint gerade der einzige Grund, der politische Grund zu sein, weswegen so verfahren wird. Nämlich, es sollen keine Flüchtende nach Europa kommen. In den letzten Jahren und Monaten hat die EU und ihre Mitgliedstaaten sich gut darin verstanden, einen Akteur nach dem anderen auszuschalten. Zunächst haben sich fast alle militärischen Akteure aus der Seenotrettungszone verzogen. Kleinere Schiffe hatten es immer schwieriger, Gerettete an größere abzugeben. Manchmal war die Aquarius noch da, manchmal war die Aquarius voll. Dann mussten immer mehr auch kleinere Seenotrettungs-NGO-Schiffe, die dazu einfach nicht ausgerüstet waren und nicht in der Lage waren, bis nach Italien fahren, um die Leute in einen sicheren Hafen zu bringen. Gleichzeitig wurden aber auch Seenotrettungsorganisationen behindert und kriminalisiert, wo es ging. Das führte letztes Jahr sogar so weit, dass die Seenotrettungsleitstelle Cases an Seenotrettungs-NGOs gegeben hat, die schlichtweg nicht existierten. Da wurden Schiffe irgendwo hingeschickt unter dem Vorwand, da gibt es einen Seenotfall, nur damit sie gerade nicht irgendwo im Weg sind und irgendwas anderes bezeugen können, was sie nicht bezeugen sollen. Nun ist es so, Italien hat die Häfen zugemacht und eine ganze Kettenreaktion an Abschottungen ausgelöst. Wurde schon gesagt, in Malta werden gerade 3 Seenotrettungs-NGOs festgehalten, 3 Schiffe, die Menschenleben retten können, 3 Schiffe, die gerade festsetzen und nicht retten können. Und der Organisation CI sollte erlaubt werden, mit ihrem Schiff aus Malta auszulaufen, wenn diese in einer, ich zitiere es, kein Witz, starken und offiziellen Erklärung versichern, dass sie mit ihren Schiffen und ihrer NGO nie wieder Seenotrettung machen. Da sehen wir, woher der Wind weht. Das ist ganz klar völkerrechtlich und greift inzwischen nicht mehr nur die Rechte von Migrierenden auf See an, sondern die Rechte und die Sicherheit aller Menschen, die sich auf den Meeren bewegen. Heutzutage ist es so, dass nur noch mit extrem viel Aufwand ein oder vielleicht mal 2 NGO-Schiffe im Einsatzgebiet sind, um Menschen zu retten. Das hat dazu geführt, dass der Juni 2018 der absolut tödlichste Juni in der Aufzeichnungsgeschichte war. Und jetzt, wir haben gerade die neuen Zahlen bekommen von September. Der September ist der relativ tödlichste Monat gewesen in der Aufzeichnung. Aktuell stirbt 1 Flüchtender aus 5. Da fahren 5 los und einer stirbt. Das ist bei einem Klassenausflug ein Sammeltaxi. Und weil wir hier eine so gute Polizeibetreuung haben, das ist ein kompletter Mannschaftswagen von der Einsatzhundertschaft. Zieht euch das rein. Doch es gibt auch immer mehr Widerstand gegen diese tödliche Politik des Sterbenlassens. Vorgestern ist die Mare Jonio ausgelaufen. Ein neues Schiff mit italienischer Besatzung, mit italienischer Flagge, eine neue Initiative aus der italienischen Zivilbevölkerung. Und das sind die PartisanInnen von heute, denn diese Besatzung, die wissen ganz genau, was auch mit anderen Crewmitgliedern gerade passiert in Italien. Crewmitglieder der Juventa sind angeklagt worden und denen drohen bis zu 20 Jahre Knast für Seenotrettung. 20 Jahre für Menschenleben retten. Auch die GenossInnen und Freundinnen in Italien wollen aber nicht mehr länger zusehen, sondern in die Tat umsetzen, wie sie sich ein Europa der Menschenrechte vorstellen. Denn wir wollen kein Massengrab im Mittelmeer. Vor weniger als 5 Minuten ist das französische Aufklärungsflugzeug Colibri gestartet. Um in einen Aufklärungsflug zu starten, wie das fast täglich der Fall ist. Und Colibri musste in den letzten Wochen immer wieder die tödliche Politik der EU in der Nussschale beobachten und bezeugen.
Und wir sind trotzdem geflogen, auch wenn unsere Crews mehrmals ZeugInnen davon werden mussten, wie stundenlang Menschen in Seenot im Stich gelassen worden sind und nicht gerettet wurde. Und deswegen braucht es so Organisationen wie Mare Jonio, wie Aquarius. Deswegen braucht Aquarius eine Flagge, damit wieder Seenotrettung betrieben werden kann. Wir fliegen gegen die täglichen Widerstände und gegen administrative Hürden, weil wir dem Sterben im Mittelmeer nicht zusehen wollen. Kolibri wird bald nicht mehr fliegen können, weil das Wetter zu schlecht wird, aber wir sind auch wieder kurz davor, Moonbird wieder auf die Startbahn zu kriegen, denn wir lassen uns das Leben retten nicht verbieten, komme was wolle. Und auch überall an Land formiert sich Widerstand. Letztes Wochenende waren in Hamburg gut 30.000 Menschen auf der Straße und haben demonstriert für eine humane und solidarische Flüchtlingspolitik. Den Tag drauf waren in Mailand für die Öffnung von italienischen Häfen auch nochmal 30.000 Menschen auf der Straße. Und so tut sich das hier überall, auch in Deutschland. Jedes Wochenende Seebrücke-Demos. Diese Seebrücke ist es, die uns gerade allen Mut macht und die Geschichte Europas und Deutschland eingehen wird und manifestiert, dass es Menschen gab, die andere Menschen nicht sterben lassen wollten. Aber wir dürfen es nicht nur dabei belassen, in Orange demonstrieren zu gehen. Wir müssen diesen Kampf in unseren Alltag tragen, mit allem, was dazugehört. Konfrontiert eure ArbeitskollegInnen, sprecht mit euren Familien, bald ist ja auch wieder Weihnachten. Organisiert euch Boote, Flugzeuge, Autos, Busse, bildet Mitfahrgelegenheiten. Öffnet nicht nur eure Herzen, sondern auch eure Türen. Wohnt und lebt mit den Menschen, um die es geht, und schaut zu, dass sie hier bleiben können, wenn sie hier bleiben wollen. Denn wir wollen keine Mauern und Grenzen, wir wollen Brücken bauen. Wir wollen keine Isolation von Individuen, wir wollen eine bunte Gemeinschaft. Wir müssen richtig ranklotzen, Leute, und wir brauchen von all dem mehr, was wir jetzt schon machen. Also lasst es uns angehen. Dankeschön. Danke, Damino.